Frau Herte Daniel, Sie wurden ja zum Jubiläum der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg eingeladen. Das war jetzt das 40. Jubiläum. Wie fanden Sie das bisher? Ich fand es beeindruckend. Von der Organisation her, von der Einladung, die erfolgte an mich sehr frühzeitig, was natürlich ein Vorteil ist bei einem vollen Terminkalender. Ich konnte mich darauf einstellen. Und heute zeigen ja die vielen anwesenden Gäste, wie beliebt diese Tanzgruppe ist und wie man teilnimmt. Wie stehen Sie zum Engagement der Tanzgruppe und zur Jugend? Das Engagement ist gewaltig. Ich habe ja einiges auf der Homepage gelesen und konnte mir ein Bild von den vielen, vielen Aktivitäten machen. Es ist gewaltig, was diese Tanzgruppe auf die Beine gestellt hat innerhalb der 40 Jahre. Es sind ja nicht nur Tanzveranstaltungen. Es fällt auch auf, dass diese Tanzgruppe europäisch und weltweit eigentlich engagiert ist. Sie hat Auftritte, die ich auch in der Festansprache erwähnt habe, nicht nur in Nürnberg, nicht nur in Deutschland oder im europäischen Raum, sondern sogar in anderen Erdteilen. In Amerika, die Stäubenparade wurde des Öfteren heute erwähnt und darauf kann diese Tanzgruppe wirklich stolz sein. Jetzt noch zur letzten Frage, waren Sie schon mal selbst in der Tanzgruppe? Ja, ich war in den 90er Jahren in der Tanzgruppe. Wie lange? Hat mir großen Spaß gemacht, aber aus beruflichen Gründen, ich hatte dann die Teilzeitstelle gegen eine Vollzeitstelle ausgetauscht und war viel unterwegs und das ging dann einfach nicht mehr. Ich konnte zum Proben nicht mehr, was mir sehr leid getan hat, denn ich habe sehr gern die Tracht angezogen. Ja. Vielleicht ergibt sich ja wieder ein Zeitpunkt, wo Sie wieder bei der Tanzgruppe vorbeikommen können. Ich tanze gerne mit, wenn sich die Gelegenheit gibt.